Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen Maskenmontag. Mit Susi. Was? Und Susi? Mit Susi. Ja, und natürlich mit Uwe. Und Kira macht sich gerade hinter mir aus dem Staub. Genau, die wollte auch mal kurz Stargast sein. Und ja, jetzt ist sie gerade neben mir. Wir wollen eine Maske machen, deswegen sind wir hier. Und ich habe mir ausgesucht die Nivea Good Morning Fresh Skin Maske, die erfrischende Feuchtigkeitsmaske für normale Haut und Mischhaut. So, ich wollte ja eigentlich gucken nochmal, welche Inhaltsstoffe diese Maske hat, ob da dieses Zeugs drin ist. Und ich bin mir nicht so sicher, ich muss mir nochmal diesen Bericht angucken, ob hier dieses Zeug drin ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Muss ich noch mal gucken, aber erstmal glaube ich nicht, dass das hier drin ist. Und wenn doch, haben wir jetzt Pech haben. Wenn uns jetzt die Sicht abfällt, wisst ihr Bescheid. Ne? So, Maus, unten oder oben? Wie immer. Unten. Oben. Was? Kann man gar nicht durchreißen? Doch, ist eine Perforation. Ah, ging ein bisschen schwer, bitteschön. Warum nimmst du immer Hasseler? Okay. Also grundsätzlich stehe ich ja auf diese Nivea-Produkte. Und ach, das riecht nach Nivea, ne? Das ist ja gar nicht oft. Wo sind, ach, hier ist die Kerbe. Ja, da sind immer Kerben drin. Oha! So. Ja, ich hab das noch nie gemacht. Sieht das cool aus. Ich zeig das euch gleich. Also der Duft ist wieder typisch Nivea. Leute, und guckt mal, so türkis sieht das aus. Wie cool. Es riecht einfach toll. So, hier die Reste auch noch. Von wem haben wir denn die Maske, Uwe? Von Schätzelein. Ja, es ist auf jeden Fall vom Schätzelein. Ich weiß es leider nicht mehr, weil ich habe über die Geburtstage und Weihnachten so viele Masken bekommen, oder wir in dem Fall, dass ich manchmal mit den Briefumschlägen ja nicht hinterhergekommen bin. Aber vielleicht weiß das Schätzelein, wer uns diese Nivea geschickt hat. Lieben Dank, ja, an dieser Stelle. Ja, wir müssen das wissen. Ich muss jetzt erstmal mein bisschen Pony beiseite klemmen. Wo wir uns bedanken können dafür. Ja, also da war leider kein Umschlag. Tut mir leid, da sind noch viele Masken, die lose rumliegen, weil das so viel war. Ich glaube, das war so Weihnachten, ne? Dafür, dass sie ja nicht in dem Kühlschrank liegt, ist das wirklich Wahnsinn, immer so richtig schön kalt. So, morgen sollen es ja wieder über 30 Grad bei uns werden. Ach, das ist ja wieder nicht für mich, ne? Das ist immer ein ewige die Jammere im Sommer, ne? Aber ich finde, 25 Grad Sonne reicht doch vollkommen aus. Oder, Schatz? Ja. Oder bist du auch so ein 30 Grad Liebhaber? Ja. Echt, ja? Ja. Also, ich... Da haben wir, gibt es Wasser und was zu trinken. Ach, also ich schmier mir das auch schön um den Mund, um die Mundpartie, weil... Die braucht auch Feuchtigkeit. Ich hoffe ja nicht, dass ich hier schon wieder klecker. Ach komm, die kriegst du noch hin. Uwe, nehmt ihr noch auf? Seht ihr uns noch? Nee, die sind nicht mehr da. Die sind schon abgehauen. Ich sehe das ohne Brille nicht. Alles in Ordnung. Alles im blauen Bereich. Heute ist mal wieder der Community-Tab dran. Letztes Mal hatten wir ja das Community-Handy. Mit den Fragen. Und heute ist mal wieder, dass ich den Community-Tab weiter abarbeite, weil da habt ihr ja uns auch ein paar Fragen gestellt. Und bitte postet uns wieder neue Fragen, wenn das Format bestehen bleiben soll. Also Community-Tab, der Link ist unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Und da ist es, glaube ich, der erste Beitrag. Und wenn es nicht der erste ist, dann ist es der zweite. Und da könnt ihr uns gerne Fragen stellen oder halt übers Community-Handy, ne, Telefonnummer, blende ich euch hier mal ein. Genau. Und
Bist du fertig, Picasso? Noch nicht weiter. Ja, ich habe jetzt hier Fragen von der lieben Nina Mila. Liebe, liebe Grüße an dich, Nina. Ich freue mich immer, wenn du Fragen stellst. Und du hast geschrieben: Hi, ihr Süßen. Na dann mal los. Na los. In den neuen Maskenmontag. Und zwar mit einer Hunde-Edition. Ich muss erst mal gucken, wie spät es ist. Okay. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Knuddel aus den Niederlanden, Nina. Einen dicken Knuddel zurück, liebe Nina. Und ich bin gespannt, was du hier für Fragen dir ausgedacht hast. Erstens, wer von euch beiden spricht mehr mit dem Hund und glaubt, er versteht euch wirklich? Und glaubt ihr, er versteht euch wirklich? Du redest sehr viel mit dem Hund. Ich rede gar nicht viel mit dem Hund. Ja, du sagst Kirachen, mein kleines Süßchen und Schneckchen und ah, Nein, ich sage immer Kirachen. nur meine Rübe. Ja, meine Rübe, Rübe. Liebe. Ja, nee, Susi redet mehr mit ihm. Du redest mehr mit ihm. Ja. Okay. So, und glaubt ihr wirklich, dass er euch versteht? Ja, auf alle Fälle. Doch, Nein. wenn ich sage, wir gehen runter, dann bleibt sie nicht sitzen. Also ich glaube Das nicht, versteht sie. dass der Hund versteht, was ich sage, aber was der Hund sehr wohl versteht, ist eben die Stimmlage. Ne? Ob man freundlich ist oder ob man schimpft oder sowas, sowas versteht er schon, aber wenn ich sage, du bist mein Herzilein, mein Schatzilein, meine kleine Schneeflocke, das versteht sie natürlich nicht, ist ja klar. Ach so, warum sagst du denn Jetzt sag ja so nicht, ich sage einfach nur Rübe oder Äffchen, weil sie dann so macht das. Dann sage ich immer Äffchen zu ihr und ja, aber das versteht sie halt nicht. Also ich glaube es Ich nicht. muss sie mal fragen, ob sie das versteht. Ich glaube es nicht, dass Hunde Menschen verstehen. Aber Glaube ich gut. nicht. Frage 2. Was würde euer Hund über eure Beziehung sagen, wenn er sprechen könnte? Nur positiv wird. Da bin ich überfragt, keine Ahnung. Also ich würde sagen, nur Judith. Außer wenn er schon sagt, dann können wir hier runter, Gassi hin. Da sagt sie ja negativ. Vielleicht würde sie auch sagen, die Behen haben ihn an der Klatsche, keine Ja. Ahnung. Nicht ganz sauber in die Manchmal Schüssel. guckt sie zumindest so, ja, als wenn wir sie nicht alle Ja. haben. Ja, was würde euer Hund über eure Beziehung sagen, wenn er sprechen könnte? Eigentlich, Totale kann sie nicht sprechen. dass sie, ja, keine Ahnung, Jackpot hat, dass wir hier eine geile Ja, Familie sind ja. und keine Ahnung. Und manchmal knallt es hier hoch, würde sie vielleicht auch sagen. Da muss ich dazwischen gehen oder so. Keine Ahnung. Das ist so schwierig, sowas jetzt zu beantworten. Frage 3. Hat euer Hund jemals einen Streit zwischen euch geschlichtet? Und wenn ja, wie hat er das gemacht? Sie ist denn, wenn wir uns mal kabbeln oder streiten oder mal Was rumtoben, ne, ja, ist mehr ja, rumtoben, wenn wir das mehr machen. rumtoben und schon ist die Kira bei Frauchen. Ja, Und also dann passt sie auf. sie beansprucht mich für Ja, sich, ne? ja. Also sie kommt direkt bei mir dann rauf, also klettert auf mir drauf, guckt Uwe dann an und macht, weißt du, also was Hunde halt so machen. Und dann sie liegt sie halt auf mir drauf und ja, trennt uns Schützt quasi, so praktisch, ja. beschützt, ja, ich nenne es jetzt mal beschützen in Ja. Anführungsstrichen. Ich würde eher in Hundesprache sagen, sie beansprucht mich für sich. Ja. Du hast mich nicht zu beanspruchen, Ja. sie beansprucht. Kann sein. Und da muss ich dann tatsächlich sie wieder runterschicken, weil das kann ich nicht zulassen, ne? Dass sie mich beansprucht und den Uwe gegenüber. Keine Ahnung, glaubt, das sagen zu haben. Das geht halt nicht. Aber genau so macht sie das. Ne? Sie versucht, mich für sich zu beanspruchen. Das ist eine Marke. Also das ist auch immer so ein Spagat, den man da machen muss, weil das ja auch süß ist. Ne? Wenn man Ja, das nicht so versteht und man das vermenschlicht, dann ist das einfach total knuffig und goldig, weil, so wie Uwe sagt, dass sie mich beschützen will. ja. Aber das ist ja nicht der Fall, wenn man da mal so genau hinhört, weil Das dann stimmt. beansprucht sie mich für Ja. sich und das geht nicht. Genau, aber so macht sie das halt. Und dann, ja, rangelt sie auch mit Uwe, ne? Denn wenn
Also Uwe lässt sich ja jetzt nicht davon abbringen. Und dann geht das halt mit, dass er eine Schnute so und geht das dann los und dann rangeln die Bienen. Und ach, das ist schon lustig. Eigentlich ist es gar nicht lustig, ne? Ja, man muss halt aufpassen, dass das nicht umkippt irgendwie. Aber genau so würde ich die Frage beantworten. Und du oder hast du eine andere? Nee, stimmt. So verhält es sich. Frage 5. Wer hat das Sagen bei der Auswahl von Hundekleidung oder Accessoires? Dreimal dürft ihr raten. Video anhalten, in die Kommentare schreiben. Ja, Uwe, möchtest du die Frage beantworten? Also ich weiß, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ja, also ich würde die Frage damit beantworten, dass keiner das Sagen hat, sondern dass wir das weder absprechen. Ich sag mal so, dass die Kira rotes Geschirr und rote Leine hat, ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte sie pink gekriegt. Ja, hatten sie aber nicht Oder gehabt. blau, hätte ich auch schön Nee, blau gefunden. nicht, ist doch keine Weißer Mühle. Hund und blau, ist doch egal, warum wird denn Nein, das nein, geschlechtsmäßig bei dir? nein, muss jeder wissen, ob man Also jetzt eine Leute, Dame haben oder einen Frage Junge. beantwortet, wer das Sagen hat, oder? Nein, aber im Großen und Ganzen bestimmen wir das beide zusammen. Ja, schon. Aber mit der Hundejacke, ja, mit der Hunde, mit dem Wintermantel haben wir auch beide. Wir sind beide im Fressnapf rein, weil wir uns mit abgesprochen haben, dass wir ihren Wintermantel holen, neuen. Also, sie hat ja schon mal einen, aber der war jetzt nicht mehr, der verrutschte immer, ne? Und da haben wir uns abgesprochen, Wintermantel zu holen. Und dann haben wir halt geguckt, was ist da, was hängt auf der Stange. Und da haben wir beide zusammen dann ausgesucht und da hat keiner einen Kompromiss oder irgendwas gemacht. Das hat uns beiden gefallen, oder? Ja. Oder hättest du doch lieber einen anderen gewollt? Nein. Also ich wollte zum Beispiel auf gar keinen Fall einen mit Kapuze, weil ich finde, so ein Ach, Hund braucht Quatsch. keine Kapuze. Ja, Schnulli. die brauchen die Ohren frei zum Hören und so was. Und ich wollte auch keine Daunenjacke oder irgendwas, die halt so menschlich aussieht. Das sollte schon noch Hund muss Hund Okay, bleiben. ja, hundgerecht einfach sein. Und Uwe hat den gleichen Anspruch, und ganz offensichtlich. Und deshalb Ja. hat da keiner irgendwas bestimmt, sondern das machen wir beide. Eigentlich machen wir das in unserem ganzen Leben so. Ja. Also keiner Nee, prescht da voran und wurde, sagt, so wird's gemacht, nee. sondern wir besprechen uns Wurde da vorher. abgesprochen. Ja. So, Frage 6. Habt ihr jemals euer romantisches Date unterbrochen, weil der Hund etwas angestellt hat? Nina! Ja. Natürlich nicht. Du kannst alles essen, aber brauchst nicht alles wissen. Ja, aber nein, Nee. die Kira ist artig, die hat nichts angestellt. Die Also, guckt doch nicht zu. die verstehe, sag, mach doch mal so. Nee, haben wir aber Glück gehabt, ne? Ja. Aber auch die Katzen, die wir damals hatten, haben auch nie was angestellt. Also, Nö. die haben auch auf dem Fensterbrett gesessen und die haben zugekickt. Ja. Hat uns aber auch nicht gestört, ne? Nö. So, Frage Warum? 7. Wer macht die besseren Hundegeräusche nach, Susi oder Uwe? würde sagen, das bist du. Du kannst es Ja, kann besser die machen. Kira echt nachmachen, wenn sie da Ja. ihre Äffchengeräusche macht oder so. Das hört sich halt, und dann mache ich sie auch nach. Ne? Das ist, aber ob ich das gut mache, weiß ich nicht. Doch, ich finde ja. Du hast doch die richtige Stimmlage dafür. Vielen Dank auch. Frage 8. Wie würde euer Hund reagieren, wenn ihr anfangen würdet, seine Lieblingsleckerlis zu essen? Die wollen ausfahren. Also die Ja. wird ja so schon, naja, ich sag mal so, ich würde schon ein bisschen futterneidisch nennen, Ja. wenn wir ihr das Rinderohr, wenn wir einfach so tun, also, weißt du, dann kommt die Aber und wie ein springt Pfeil. mir, weil meistens hocke ich dann auf dem Boden oder knie auf dem Boden und dann kommt die mir schon hier so ran und will ihr Ohr haben, was ich vermeintlich fresse, ne? Das ist Ja. so, Also um sie futterneidig ist sie. das will sie nicht unbedingt teilen, ne? Nee. Ja. Ja. So würde ich sagen, also so ein bisschen, ich würde das jetzt nicht richtig als Futter nennen, sie beißt jetzt niemanden weg Nee, oder das nicht. irgendwas, Das ne? stimmt. Also Futter, nein, das ist doch nicht.
Aber ja, Nee, ich weiß aber. nicht, wie man das betiteln soll. Also, aber teilen möchte sie halt auch nicht, ne? Sie Nee. will es dann haben. Also, sie guckt, erst will sie es nicht angucken und dann nehme ich das und tu so und sage, oh, lecker, lecker, auch mit einem Stofftier und sowas, ne? Wenn sie keinen Bock hat, damit zu spielen, dann schmusi ich halt besonders laut und doll damit, dann will sie es doch haben. Das ist. Ja. Entscheidet selbst, ob das Futterneid ist oder irgendwie neidisch oder Eifersucht oder sonst was. Ich weiß es nicht. Aber sie holt es sich dann. Und dann knabbert sie es aber auch, ne? Ja. Genau. Frage 9. Hat Kira euch jemals versucht, aus dem Bett zu drängen, um mehr Platz für sich selbst zu haben? Nee. Noch nie, weil Kira ist Noch auch nie. kein Bettschläferhund, So also sieht's aus. im Sinne von sie schläft beim Rudel. Sie schläft beim Rudel, aber nicht im Bett. Nee. Ne, sie hat ihr eigenes Bettchen vorm Bett. Ah. Das heißt, die Alpha-Tiere, in dem Fall ja Herrchen und Frauchen, die liegen erhöht, so wie die Alpha-Wölfe quasi erhöht liegen und das Rudel liegt da drunter und so ist es bei Kira. Das Einzige, was sie tatsächlich macht, ist, weil der Uwe steht ja immer ein bisschen eher auf als Icke, dann geht sie in sein Bett. Aber während wir beide drin liegen, dann Nee. höchstens 10 Minuten und das ist Dann ja haut sie wieder dann, ab. ja. Also Kira ist kein Hund, kein Nee, kein Betthund. Betthund, genau. Vor allem, wenn wir beide drinnen liegen. Wie Ja. gesagt, wenn ich dann aufstehe, dann meist schläfst du dann hier und die sieht, ich setze mich hier hin. Dann kickt sie mich an und dann, oh, schnell Geht's rüber rüber. hier. Rüber und Ja. dann ab bei mir in die Kojen. Nest ist noch warm. Ja, genau. Und wenn ich dann aufwache, Wird erstmal gekuschelt eine dann wird Runde. gekuschelt, genau. Aber rausgedrängt oder sowas Nee, macht hat sie sie nicht. nicht. Das macht sie eher hier auf der Couch, ne? Dass sie Ja. dann so ein bisschen tritt und so, ne? Sie will sich dann Platz verschaffen. Ja. Das macht sie, ja, aber Ja. so im Bett halt nicht. So, ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Ja, Na, war sehr lustig. wunderbar. Lieben, lieben Dank, Nina, für diese coolen Fragen. Die Hunde-Edition hat mir wirklich sehr gut gefallen. Eine coole Idee, die du da hattest. Jetzt Ja. haben wir ja noch ein bisschen Zeit, oder Schatz? Ja, das erstmal das Herz machen. Habe ich schon gemacht. Die Nina hat schon Oh. direkt ein Herz gekriegt. Gut. Wir haben ja aber noch einen Kommentar oder eine Frage von Diana Berg, 1445. Liebe Grüße an dich, Diana. Du hast geschrieben, ein herzliches Hallo an euch. Ich schreibe heute das erste Mal. Wow, danke schön. Und wollte mal fragen, wo Uwe dein Fahrrad gekauft hat. Ich wohne auch in Berlin, auch fast in Tegel. Hoffe immer, euch mal zu treffen. Ist das aus der Brunostraße und ist es neu oder gebraucht? Auf was sollte ich achten, wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe und was muss ich ungefähr ausgeben? Ich würde mich so dolle freuen, wenn ihr mir da helfen könntet. Hab bis jetzt Pech gehabt mit Rädern. Sie treten sich so schwer und du, Susi, sagst oft, deins tritt sich wie von allein. Darum dachte ich, ich frage euch mal. So lange gucke ich euch noch gar nicht, habe aber viele Videos jetzt nachträglich geguckt. Wenn ich euch mal sehe, spreche ich euch bestimmt an, wenn ich dann gerade selbstbewusst genug bin. Ganz liebe Grüße, Diana. Ah, ganz, ganz, ganz liebe Grüße zurück an dich, Diana. Und Ja. trau dich ruhig, wenn du uns Na, siehst, ja. Also auf brauchst jeden keine Fall, Bahn, wir reisen in die Kopf nicht ab. nein, nicht so schnell. Nee, da lassen Und wir uns Zeit. die Kira beißt auch nicht, die schluckt im Ganzen. Also Ja. das ja, also da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und letztendlich kann der Uwe dir die Frage eher beantworten, Schatz. Das war Ja, erst also eine ich habe das in der Brunostraße tatsächlich, gekauft, das ja. rote, den Rollfeuerstuhl. Ja. Und durch Zufall, ich bin da vorbeigegangen und dachte, Mensch, geht doch mal wegen Fahrräder. Weil Susi mal gesagt hat, na, ihr Rad und so, das alte, das rollt nicht mehr so richtig. Das hat sich auch sehr schwer getreten Ja. und das war überhaupt an sich sehr schwer, dieses Ja. alte Fahrrad, ja. Ja, Ja. und dann bin ich zufällig mal hingegangen und dachte, ach, geht doch mal, wa? Und Kicker, ich meine, Mensch, das Rote, wie teuer soll das sein? Dann hat er mir dann den Preis gesagt, ich meine, das ist ein bisschen teuer, wa? Das wollte Jana auch wissen, was das gekostet hat. Das haben wir bezahlt, du wisst es ja nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, Ich glaubst du, um glaube, die 500 kann es sein? ja, so ungefähr war das. Nee, das war 400 und langsam. Um die 500, Ja, sagte ich ja. okay, gut. So ungefähr war das dann den Preis. Ja. Und da habe ich dann gesagt, ich meine, wie sieht's aus? Ja, kam. Und da habe ich dann gefragt, ich meine, mit Karte? Nee, dann bin ich schnell nach rüber gegangen.
zur Bank, habe Knete geholt und habe das Ding bezahlt und bin mit zwei Fahrrädern nach Hause gefahren. Und Susi wusste von nichts. Nee, das war eine dolle Überraschung. Aber Diana wollte auch gerne wissen, auf was muss sie achten beim Fahrradkauf? Also es kommt drauf an, wenn du jetzt Freilauf hast, mit der Anschaltung. Müsst du Rücktrittbremse haben oder müsst du vorne Bremsen haben? Ja. Susi hat vorne und hinten eine Bremse. Und hat aber keinen Rücktritt, dadurch hat sie Freilauf. Und Freilauf ist, wo die Anschaltung unten zu sehen ist. Ja, ich möchte sowas nicht, also ich möchte keine Rücktrittbremse haben, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Ja, ansonsten. Dann hast du darauf geachtet, dass die Rahmenhöhe, dicky gerecht ist oder altersgerecht ist. Also das ist ein tiefer Einstieg. Wie tief ist der? Weißt du das noch? 44 Zentimeter? Also du kannst es ja vor Ort tatsächlich testen, ne? Ob du da gut mit den Beinen rüberkommst. Könnt ihr auch eine Probefahrt machen. Ja. Wie sieht aus? Dann, na klar, mach eine Probefahrt. Ja, dann bin ich bis zur Kreuzung wieder zurück, dachte ich, ist noch ein Kreuz. Dann kommt es darauf an, wie groß bist du, also ob du ein 28er Zollrad brauchst oder ein 26er Zollrad, musst du halt wirklich gucken. Ja. Dann für was du das brauchst, das Fahrrad, ich gehe mal von aus, dass du auch das eher so brauchst wie ich, so ein Citybike, also ich vermute mal, dass du jetzt nicht ins Gelände, in Mountainbiking oder irgendwas machen willst. Also, dass du dann auch einen bequemen Sattel hast. Uwe sagt immer Sessel dazu. Ja. Also, da musst du halt gucken, ob du bequem darauf sitzen kannst. Ob du lieber einen schmalen Sattel möchtest oder einen breiten, wie Uwe eben Sessel sagt. Ich brauche halt so einen Sessel. Ich kann darauf nicht fahren. Und was muss man denn noch achten? Wie viele Gänge ist eigentlich wurscht? Das ist Schnurz. Ja. Ja, und wenn du das Fahrrad hast, also wir haben das jetzt wieder festgestellt, warum das fast wie von alleine läuft, vielleicht solltest du das einfach bei deinem vorhandenen Rad mal überprüfen, es muss genug Luft drauf auf der Bereifung sein. Ja, also ich habe mich mal erkundigt, nicht nur bei denen, auch bei anderen Fahrradfritzen, du kannst auf dem Rad, auf dem Reifen kannst du 4 Atü kannst du aufmachen. Das kann man bei dann der Tankstelle, das, ne? Ja, kannst du bei, da hast du ja den Luftdruckmesser. Und da kannst du das 4 bis 4 Atü. Also es ist hart und du merkst es auch sofort. Das läuft dann wie von alleine. Also ganz ehrlich, das wäre erstmal mein Tipp, bevor du dir ein neues Rad kaufst und Geld ausgibst, nur aus dem Grund, weil dein Fahrrad sich schwer tritt, guck, ob da genug Luft drauf ist. Also das wäre jetzt erstmal mein Haupttipp. Und wenn du 4 Atü oder 3,5 oder irgendwas drauf hast, und das fährt sich immer noch so schwer, dann würde ich vielleicht tatsächlich mal gucken. Ja. Oder du lässt es, vielleicht sind auch die Narbe vielleicht dreckig, dass zu wenig Fett drin ist im Tretlager. Kann alles sein, dass es damit dran hängt. Wie alt ist es? Kommt drauf an, wie alt ist das Rad. Und wenn es in Wintermonate oder in Regen immer draußen steht, dann macht sich das natürlich alles mit der, und sowas, ne? Macht sich das mit Laufe der Jahre bemerkbar. Unsere Räder stehen trocken. Ja, dann macht das schon viel wert auf jeden Fall. Ja, aber ich würde erstmal halt selbst so gucken, ob genug Luft drauf ist und sowas. Und wie Uwe sagt, ob es rostfrei ist. Also vielleicht hast du ja einen Fahrradkeller oder irgendwas, was das vielleicht ausschließt. Erstmal hier noch Luft drauf machen und dann gucken. Weil mir ist aufgefallen, auch bei meinem Fahrrad, was ja wie von alleine fährt quasi, als nicht mehr genug Luft drauf war, weil das ja jetzt über den Winter lange stand, da habe ich auch das Gefühl gehabt, das tritt sich schwerer als sonst. Ne? Dann ist Uwe gefahren zur Tanke und hat das aufgepumpt und schon Luft wieder von alleine. Ja, macht also, sehr viel aus. Ja. Luftdruck macht viel aus. Ja. Also das ist, also kannst du bestätigen, dass du mir sonst immer weggefahren bist? Ja. Also ich habe immer mit hängender Zunge hinter Uwe hergetrampelt. Und jetzt ist es so mit dem Fahrrad, mit dem alten, ja. Und jetzt ist es mit dem neuen Fahrrad so, dass wir immer gleich auf sind oder ich dem Uwe wegfahre. Kannst du dich noch mal an unsere erste Tour erinnern? Ja. Also das ist das, was wir sagen können. Es kann aber sehr viel dran liegen, ob die Bremsbacken weg sind von den Ferien. Ja. Kann ja auch sein, dass die Räder, dass sie einen leichten Schlag haben. Das hat alles damit zu tun. Ja. Ich hatte zum Beispiel ein Susis neues Rad, das war eine Woche, wa? Wo wir das dann festgestellt haben, das Hinterrad, das schlägt. Weil du es umgefahren hast.
Ich habe das Fahrrad 3 Wochen gehabt, da ist Uwe einfach richtig mit Vollkaracho reingebrettert und hat es erstmal durch die Gegend geschossen. Mein ganzer Edelstahlkorb oder Stahlkorb, den ich Kind drauf, der war richtig verzogen. Und da war ich ja richtig So weit angepisst. wollen wir jetzt ja nicht gehen. Ja, so war das aber Ja, und tatsächlich. da habe ich dann, das war Vorderrad, glaube ich, war das, ne? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Ja, mussten auch irgendwelche es war ein Speichen bisschen, gespannt ja, werden. war, habe ich dann gesehen, das schlägt. Dann habe ich das Rad ausgespannt, bin ich hingefahren zu den Fahrradfritzen in der Brunostraße und habe denen gesagt, so, so und so sieht das aus. Mit der Jade kann sein vom Werk aus, dass sie die Speichen nicht alle so richtig gespannt haben. Ja. Mittag bringt das hin. Bring sie her und bring das her und dann, ich hab, das Vorderrad hat er mir gemacht und da bin ich nochmal hingefahren, habe das Hinterrad auch nochmal prüfen lassen, denn da habe ich keine Ahnung von. Du siehst also, es kann wirklich viele Ursachen haben, Ja. warum das Fahrrad schwergängig ist, ne? Aber trotzdem würde ich erstmal ein bisschen gucken, was ich davon beseitigen kann, was könnte das sein, bevor ich viel Geld in neue dran investiere, wenn man vielleicht mit so kleinen Stellschrauben das verbessern kann. Also, Ja, das ja. kommt drauf an. Wenn das aber alles nicht zutrifft, dann ist Brunostraße auf jeden Fall die Ja, auf alle richtige Fälle. Adresse. Da wirst du auch gut beraten, oder? Ja, ich war vorher immer in der Schlieperstraße. Das ist ja ein Stück weiter. Und da war ich immer jahrelang zufrieden. Bis ich da mal kam und wollte dann die Räder gespannt haben, hat er gesagt, eine Woche. Und ich kannte den, wie der da eingezogen ist, daher kannte ich den. Dass der innerhalb konnte ich, manchmal konnte ich darauf warten, um spannen zu lassen. Oder mal die Gangschaltung richtig einstellen. Und dann habe ich gemerkt, der nimmt richtig Apothekerpreise. Habe ich gesagt, no, da gehst du nicht mehr hin. Der wollte dann für Gangschaltung einstellen, wollte der einen Zehner haben. Und vorher hat er gesagt, Dankeschön. Ne? Und habe ich gesagt, da gehst du nicht mehr hin. Die sind doch sehr unfreundlich gewesen. Sind Ja, pampig geworden. ja. Ja. Na gut, ich muss die Maske aus meinem Gesicht holen. Ja. Liebe Diana, du weißt jetzt Bescheid. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Frage. Und ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen, ein Stück Ja. weit. Und ja, versuch erstmal die Tipps und dann würde ich mich vielleicht mit dem Gedanken tragen, neue Ja, Traktion, wenn das klar. nicht funktioniert. Ne? Und wie gesagt, Brunostraße, Anlaufstelle, top. Die sind So, in Ordnung hoch. meine Der hat doch Anlaufstelle Sonne ist ums jetzt Offen. das Badezimmer Ja. und ich will das hier runterholen. Für euch eine Sekunde, wir sehen uns gleich wieder. Wieder. Und? Also, mach du zuerst. Ja, meine Haut fühlt sich wieder toll an, schön hydriert, also feucht. Das hat schon Feuchtigkeit gespendet, finde ich schon. Ich fühle mich pudelwohl. Ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen. Nivea ist ja sowieso eine große Liebe von mir und ja, meine Haut sieht auch gut und erholt aus sozusagen und du eigentlich Ich bin auch. auch sehr zufrieden. Ist Ja. schön. Man merkt, die macht gute Spaß. Ja, hat was gemacht, ja, Ja. auf jeden Fall. Fühlt sich gut an. Würdest du die auch wieder Ja, kaufen? klar. Ja, von mir auch ein Daumen hoch. Ja, na gut, ihr Lieben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder Fragen stellt, selbstverständlich. Und natürlich auch über ein Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, übers Teilen, Liken und selbstverständlich über eure Kommentare. Da freuen wir uns immer sehr Ja. drüber. Und wir sind an dieser Stelle am Ende des Videos angelangt. Ja? Ja, du kannst ruhig noch weitermachen, wenn du möchtest. Nein. Mir hat es wieder sehr viel Freude gemacht. Die Fragen haben mir sehr viel Freude gemacht. Liebe Nina, hat mir sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch von der lieben Diana. Ich hoffe, wir konnten dir, liebe Diana, ein bisschen weiterhelfen. Und ja, an dieser Stelle sagen wir einfach das, was wir immer sagen. Du brauchst keine Angst haben, wir tun dir nichts, wenn du uns mal triffst. Das sagen wir an dieser Stelle eigentlich nicht immer, aber. Ach so. Aber Uwe hat natürlich recht. Ja. Ja, wir sagen das, was wir immer Immer sagen, sagen, ja. Seid seid frech, frech, wild wild und und wunderbar. wunderbar. Bis Bis dann, Mann. dann. Tschüss, ihr Lieben. War Ciao. wieder schön mit euch. Und tschüss.